Ah! Ah! Wer da? Ah! Wurde angegriffen! Oha, als ob du gerade gestorben wärst! Oh, Klimmzüge. Hier machen wir, haben wir einen Klimm der Klimmzüge gemacht. Ah, ja, ja. Hallo, liebe Jungs, und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Craft Attack. Wer hätte es gedacht, es kommt tatsächlich nochmal eine neue Folge. Wow. Wir gehen rein. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich muss aber einfach mal wieder nach dem Rechten schauen. Wir sind hier. Alter, was wurde hier denn gebaut? Und wer ist hier denn am Start? Hey, Ossa. Ey, stehen geblieben. Ey, nicht einmal wegrennen. Ich bin einmal auf dem Server, da muss ich zumindest mal Hallo sagen. Hi. Ich wollte nur Hallo sagen. Was ist hier denn alles gebaut worden? Krass, Mann. Ich hab sie verloren. Guten Tag. Ich bin in der Glocke. Hallo, Dena. Hallo, mein Junges. Hallo, Herr von der Laden. Na? Du, ich höre, ihr seid in der Glocke. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist in der letzten Zeit. Hat jemand von euch gleich Zeit, mir irgendwas zu zeigen hier? Also ich gebe Basti Zock gerade eine Tour. Wenn du willst, kannst du dich anschließen. Oh, sehr gerne. Seid ihr denn schon fortgeschritten zu einer Tour? Ich will nicht, dass wir irgendwas doppelt für Basti machen müssen. Die Hälfte. Die andere Hälfte kann ich nochmal kurz zusammenfassen. Und Herr Zock in Unordnung findet. Ich kann sie da mal hinbringen, Herr Dena, wenn sie hier schon stehen. Ja. Ach, jetzt auf einmal möchte er die Tour machen hier. Ja. Ich mach die Tour nicht mit, aber haben Sie eine Rakete? Wir haben nämlich kein Netherportal da. Ich habe leider Raketen nicht, doch 34, aber nicht, das reicht nicht mehr lange. Ich kaufe noch schnell neue. Der Shop ist leider leer. Was? Warum ist der Shop leer? Es werden Pflichten von Shopbesitzern vernachlässigt. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Der TNT-Shop ist immer gut gefüllt. Oh, ich restock den Shop, ich übernehme den gleich einfach. Ja, kommt einfach kurz, ich besorge Raketen für alle. Gratis Raketen und Schuhe. Auf jeden Fall nice Dias am Start hier. In unserer Abwesenheit wurde ordentlich eingekauft, das ist schon mal nice. Da können wir Diamanten direkt hier verwahren. Dein Shop wurde, glaube ich, schon von Debitor geclaimed. Hä, was? Wie bitte was? Also, ich habe gelesen, dass Debitor einen TNT-Shop machen möchte. Hallo? Das ist der einzige TNT-Shop und da heißt Dena's TNT-Shop und da heißt nicht Debitors TNT-Shop, auch wenn das Name gar nicht so anders ist. Aber es kann ja. Der will meinen Shop klauen, was? Die Regeln hast du gelesen, oder? Ja, die Regel ist, wenn man 2 Tage nicht da ist, wird man gebannt. Das ist ja auch fies. Ich war im Koma, okay? Ich war einen Monat im Koma, krank, und jetzt komme ich wieder und werde belogen und bestohlen und alles. Oh, ich verstehe das schon. Es ist ja gerechtfertigt, aber ich finde es trotzdem schade. Also, Pogwarts ist das Wichtige. Das ist das Wichtige. Okay. Du solltest es jetzt schon sehen, eigentlich. Ja, das ist Pogwarts. Ja, das ist die aktuelle Baustelle. Danke. Aber da wird Herr Klim gleich nochmal was zu. Herr Klim, bitte gleich nochmal. Also, ich hatte den Anfang von Pogwarts noch mitbekommen, dann rief ich mich aber die ganze Zeit beleidigt und dann bin ich beleidigt ins Koma gegangen. Sagen wir, wie es ist. Hinten sind sie. Kommen Sie mit. Das sieht sehr, sehr nice aus. Boah, ich finde das richtig cool hier, muss ich sagen. Das hilft. Gerne. Wir wollen. Dann machen wir die Schuhe nochmal ganz kurz von vorne schnell. Mhm. Wir haben hier das Eingangstor von Pogwarts. Das wird gerade noch überbaut von Thorsten Jeffrey, aka The Joecraft. Mhm. Thorsten Jeffrey baut das Tor. Achso, da unten. Ja, okay, ich bin bei euch. Das ist eine Bauruine, die älter ist als die Stadt Pogwarts. Ja, ich lasse mich raten, das Early Boys Haus, was er noch nie fertig gebaut hat. Mann, jetzt verrat doch nicht die ganze Scheiße, ey. Junge, das ist immer jedes Haus, das nicht fertig gebaut ist, ist entweder von mir oder von Early Boy. Das weiß jedes Kind. Ich dachte, das wäre ein Taxifahrer. Ja, der Taxifahrer hieß Early Boy. Das ist wirklich Earlys Haus, der die super gute Technik von Fenstern auf Rasen entwickelt hat. Das ist bestimmt nur so ein Öko-Ding, was voll Sinn macht. Ja, von außen sehen Sie dann die Burgmauer. Aha, ja. Von Pogwarts. Inklusive dem Tor, was wir gerade noch von der anderen Seite gesehen haben. Es ist sehr nice geworden, das muss man sagen. Es sieht schon sehr, sehr cool aus. Das ist eines der coolsten Sachen, was in allen Craft-Tech-Staffeln gebaut wurde. Ich muss kurz hier einmal kämpfen. Einfach hier reinkommen. Kommen Sie gerne hier rein. Hier drin sind Sie sicher. Wow, okay. Yes. Es halt. Ja, hier können wir dann weitergehen. Okay. Der Gang wird ausgebaut und am Ende des Gangs sehen Sie. Aber hier müssen wir ein bisschen leise sein. Ja. Nicht auf. Alter! Junge, ist ja Reichtümer Alter Schwede! Er schreit halt einfach. Ja, hallo! Okay, ich verstehe. Und der Drache bewacht das ganze Gold hier? Genau. Ja, das ist nice. Also okay, er hat nice. Selbst wir aus Pogwarts können es nicht zurückholen. Das Gold? Ja, sonst ist er sauer. Sonst kommt Spark Online. Er klaut das Gold. Die Rache des Drachen wird bestimmt kommen. Okay, scheiße, das will ich lieber nicht. Okay, ich tue alles zurück, wie es war. Eieieiei, okay. Ja. Sehr schön. Gold ist ja eh wertlos. Ja, dann geht's hier raus. Ja, auf die Mauer.
Immer rein in die Olga, perfekt, das mache ich. Wir lernen gleich auch noch, wo der Spruch herkommt, rein in die Olga. Okay. Das hier ist ein Drehrad. Ja. Wenn sie mal in der Richtung gehen würden, als würden sie das anschieben quasi. Ah, okay. Oh, drehen. Und jetzt, ziehen wir gerade das Tor auf, oder was? Theoretisch. Ja, aber schon angeschlossen. Ah, okay. Aber das ist nice. So. Ja, auf beiden Seiten sehen sie ganz viele Häuser. Wir haben hier zum Beispiel den Backshop vom Iosa. Ja. Hier gibt es normalerweise auch gratis Brot für die Leute, die hier ankommen. Ich passe auf Sie auf, Herr Lümmelmann. Nicht, dass wieder ein Mist. Deswegen hier ein Gratisbrot für Sie als, als Geschenk für die Führung. Ein Gratisbrot? Wo? Ja. Herr Zockt hat es gerade aufgehoben. Herr Zockt, bitte! Tut mir leid. Dankeschön. Ich habe auch gar keinen Hunger. Aber trotzdem, ja, okay. Sehr schöne Backstube, wie ich finde, mit Ofen. Ja, das stimmt. Was ist da oben? So die heimliche Stube, wo er mit der Bäckereifachverkäuferin verkehrt? Oder was ist hier oben? Das ist eher privat hier oben. Warum liegt hier Stroh rum? Wenn man weitergeht, haben wir hier die Stallungen. Man sieht, auf beiden Seiten ist genug Platz für gute Stuten und Hengste. Okay. Ja, auf der rechten Seite hier ein Haus vom sogenannten Rotpilz. Aha. Das kann man auch von drinnen angucken. Ist sehr schön eingerichtet. Da steht Klims Flusshütte, oder bin ich falsch gewesen? Ach ja, ich war hier bei dem Haus. Ich wollte schon sagen, Rotpilzhaus sieht normalerweise immer krass aus, zeig mal. Hä, was soll das denn heißen? Ist die Flusshütte nicht schön oder was? aber Rotpilz baut immer wirklich schön, muss man sagen. Hey, was soll das denn jetzt heißen? Hallo, Alter, da würden wir ja direkt begrüßen. Moin, Meister. Boah, aber ein Döner direkt am Start, das ist das Beste. Wenn man Döner essen direkt hier, Döner-Gemälde ist immer Döner. Sympathisch. Döner? Hä? Döner, was? Ist das ein Döner? Was soll das sonst sein? Kann ich sagen, so eine Obstschale? Ja, habe ich auch gedacht, Obst immer. Das ist ein Döner, Leute. Das ist ein Döner, das ist doch kein Döner. 100% ist das ein Obstschale, Döner. Dann ist natürlich auch kein Wunder, dass der gute Gebäude nicht erkennt. Ja, dann haben wir hier, draußen geht es noch weiter. Ja, wir haben hier den Marktplatz mit ganz vielen Gebäuden, eine Schmiede hier, eine Taverne dort, ganz viele Kaufhäuser dort an der Seite. Hier haben wir die Kirche des Diamants. Die Kirche des Diamants. Die Kirche des Diamants. Ach nee, ist ja gar kein Hall. So, dann gehe ich in der Zeit schon mal zur Glocke, ne? Ja, geh ich mal zur Glocke. Hier haben wir eben aufgehört. Hier ist doch die Orgel. Aha. Und die Redewendung von rein in die Olga stammt ursprünglich aus dem Orgelhandwerk. Denn manchmal waren die Rohre verstopft und dann musste man rein in die Orgel. Oh, okay. Man musste quasi nach hinten gehen, zack, und hier rein in die Orgel, um es dann sauber zu machen. Daraus wurde dann über die Jahre rein in die Olga. Ich verstehe. Ein Mann von Kultur. Zeigen Sie mir die Glocke, Herr Klim. Hier ist die Glocke. Oh, da fehlt Gold. Ja, und dann kommen wir jetzt quasi in den gehobenen Bereich. Aha. Das ist die Oberstadt. Okay. Die Oberstadt. Für die Leute, die sich leisten können. Ui. Oh, okay, hier sind die Reichen. Ich merke schon. Ja, es ist direkt ganz andere, Luft hier auch. Und es gibt kostenlosen Kuchen, lecker. Genau, es sind die Leute, die auf Mount Everest sind, die Basics gemacht haben. Und wie ich gerade sehe, Herr Lümmelmann, dieses Haus hier ist zum Abriss freigegeben, oder? Warum? Das passt hier so nicht rein in die Stadt, ne? Also das muss doch entfernt werden, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe mit der Bauung nichts zu tun. Also es können alle bauen, wie sie wollen. Alle können. Aber das ist ja, das kann man ja nicht machen. Doch, indem sich alle absprechen. Alle bauen, wie sie wollen! Du. Alle sprechen sich ab in der Gruppe. Also das. In der WhatsApp-Gruppe. Ob das wirklich richtig ist? Ich denke, vielleicht sollte man manchmal doch mal irgendwie einfach mal gucken, dass man Sachen, die vielleicht nicht so gut reinpassen, dass man da auch mal ein bisschen, ne? Also sagen wir, wie es ist so. Dass man da vielleicht auch mal guckt. Oder nicht? Gut, dass das Gebäude aus Stein ist. Das willst du mich herausfordern? Ich habe ein neues Gewerbe für dich. Abrissunternehmen. Willst du mich herausfordern? Nein. Alles gut. Von wem ist das Gebäude? Ich finde es auch nicht sonderlich schön. Man muss ja sagen, wie es ist. Ich fände es schön, wenn dieser rote Block da brennen würde. Dann zünd ihn noch an. Nein, ich habe kein Feuerzeug. Brauchst du eins? Mein Inventar ist voll. Hey! Wir haben aber noch viel zu sehen. Okay, zeigen Sie weiter. Hier steht die große Burg. Wir sehen schon die Umrisse. Ja. Aber fertig ist bereits die große Kaserne. Da gibt es bald auch noch was ganz Besonderes zu sehen. Das ist der Abschluss der Tour, aber kommen Sie erstmal weiter. Mhm. Oh. Ah, schön geworden. Hier vorne
Ja, wir haben jetzt, an der Stelle habe ich nur einen Testbogen mitgebracht für mit 4 Pfeilen für Herrn Zockt, weil die Tour ursprünglich alleine... ich habe meinen eigenen mitgebracht. Ja, außerdem habe ich die Abenteuertour gebucht und... Ja. Das ist korrekt. Hier sind noch Speere, wie man sieht. Ah! Ah! Ich wurde angegriffen! Oha, als ob du gerade gestorben wärst! Wer er gerade gestorben? Hast du gerade einen Totem verbraucht oder was war das? Ja! Ich verlange Gerechtigkeit! Von 3 Stück? Hey! Ja, mögen Sie denn starten, ich hab kein Totem! Wenn ich sterbe, sterben alle mit! Wenn du stirbst, sterben alle mit! Ich schwöre, noch ein Schlag zünde alles an! Noch ein Schlag zünde alles an! Herr Lümmelmann, die Tour eskaliert! Wenn noch einer mich schlägt, zünde ich alles an! Ich hab mich nur verteidigt und er schuldet mir jetzt ein Totem. Ich geb dir ein Totem. Kann ich auch ein Totem? Sowas. Falls ich nochmal jemanden schulde, kann ich auch eines zurückgeben. Ja, okay. Kriegst du auch noch ein Totem. Ich gebe jedem von euch 2 Totems, aber dann baust du den Kram dahinter kurz ab. Okay. Erst Totem. Nein. Wenn du jedem 2 gibst, krieg ich 3 und er 1, weil er schuldet mir 1. Ja, ist das fair, das stimmt. Okay. Machen wir aber nach der Tour. Ja. Nein, jetzt lieber. Ich habe keine Totems gerade, ich muss die von zu Hause holen. Okay, dann baue ich es ab, aber ich vertraue dir. Ja, wir können danach zu mir nach Hause, aber da werden bitte keine TNT-Blöcke gesetzt. Okay, versprochen. Ja, das ist die, aber hier auch nicht eigentlich, weil hier wurde sich so viel Mühe gegeben. Ja, wir gehen erstmal nach oben. Und zwar hier oben findet sich einmal der Planungsraum. Aha, ich sehe schon. Mit hinten aus der Karte. Ne, das ist klar. Und dann hier ist das Gym. Hier wird trainiert. Oh, Klimmzüge. Hier haben wir einen Klimm, der Klimmzüge macht. Ah, ja. Geil. Hier haben wir einen Trimax, der vor einem Spiegel steht. Ja. Das ist voll. Oh, warum sehen wir unser Spiegelbild nicht? Sind wir Vampire? Ja, Petrit, der macht Bankdrück und dann haben wir hier noch ein Badezimmer mit Revi und Sintika und Stegi, die hier im Hot-Tub sitzen. Ja, hier ist, also Hogwarts ist krank geworden. Also riesen Respekt, ne? Das sieht richtig geil aus alles. Wirklich richtig cool geworden, muss man sagen. Ja, vor allem richtig gut zusammengearbeitet, weil jeder hier so ein bisschen was baut. Hier gibt es keinen Stress, hier bauen wir alle einfach. Ne, das ist cool. Okay, ja, das war aber soweit die Tour. Es gibt noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen will. Die ist auch ziemlich cool. Dafür müsst ihr nochmal ganz kurz fliegen. Okay, ich komme auch. Das ist die Goldpauchzone. Aber da läuft das jetzt die ganze Zeit, oder? Ja, hier. Oh, okay, aus den Magma-Blöcken wird... Genau. Gold. Ja, man kann es sehen. Aus den Magma-Blöcken, die werden hier abgekühlt. Da wird das Gold... Also das ist kein Magma-Block, das ist heiß. Herr Lümmelmann, ich hab hier ein bisschen Magma-Blöcke. Würden Sie das ein bisschen Gold umwandeln? Das funktioniert so nicht. Das muss extra eingeschmolzen werden. Das ist doch alles Fake, ich sag's euch. Das stinkt doch zum Himmel. Also, das ist das Ende der Tour jetzt. Genau, Sie haben noch quasi noch einen exklusiven Einblick. Das ist Bonus, exklusiver Einblick in eine Baustelle. Ja, also ich muss dann, Herr Lümmelmann... Ja. Vielen Dank für diese Tour. Hier einmal die Bezahlung bitte. Vielen Dank für diese atemberaubende Tour. Vielen Dank. Ja. Danke auch von mir. Oh, vielen Dank. Sie kriegen noch Ja, aber das finde ich jetzt sehr gemein. Er hat unterm Preis die Tour bezahlt. Ich möchte, dass Sie da bitte... Ich habe ja mitgemacht. Ich habe ja mitgearbeitet, wie wenn wir im Restaurant Teller wäschen. Ich habe bei der Tour mitgemacht, weil ich habe ja den Gruselmoment gehabt, als ich dich abgeschossen habe. Sie sind im Koma gelegen. Stimmt auch wieder. Also die Bar bezahlt, bei ihm kommt die Rechnung noch per Post. Okay. Per Post. Ich werde der Sache nachgehen. Und wir holen uns jetzt ganz kurz mal die Todeslauf hier.